alles beginnt im Kopf. Erfolg beginnt im Kopf. Einen schlanken Körper haben zu können oder zu wollen, beginnt auch im Kopf. Denn bei den meisten Menschen ist das Hunger sowie Sättigungsgefühl verloren gegangen. Bei den Übergewichtigen, die schon seit Jahren versuchen, an Körpergewicht zu reduzieren. Je mehr wir es versuchen, mit unserem Verstand zu beherrschen, umso eher werden wir diesen, ich nenne es mal bewusst, Krieg verlieren. Es braucht nicht viel Zeit. Und das, was wir dann hier machen, bedeutet einfach, dass wir die Synapsen, die jetzt vorhanden sind, die falsch verknüpft sind, die werden wieder richtig verknüpft. Und dann war's das. Das kann eine Minute dauern, das kann 5 Minuten dauern und das kann meinetwegen ja, 20 oder eine halbe Stunde dauern. Deshalb habe ich ja natürlich das sogenannte Tagesseminar, Schlangenes Tagesseminar, so konzipiert, dass ich an diesem Tag, wir brauchen so ca. 6 Stunden, 7 Stunden, jede Menge Übungen mit den Seminarteilnehmern durchführe, dass alle diese Defizite oder Probleme behoben sind. Sobald du ein Hungergefühl empfindest, dann sollst du bitte auch gerne essen. Denn du darfst essen. Das alte Bild, dass ich bin dick, wird einfach mal zerstört, aber dafür das neue Bild installiert im Unbewussten, sodass sie dann mit dem Körpergefühl im Einklang kommen, mit dem schlanken Ich, und automatisch das Verhalten sich modifiziert. Das heißt, wenn sie schlank denken und schlank fühlen, wird auch automatisch ein schlankes Verhalten entwickelt, aber auch im Alltag umgesetzt. So, dass der Mensch von jetzt an beginnen kann, langfristig ein Körpergewicht zu reduzieren und dabei essen kann, was er will. Aber wir sind uns einig, dass du es nicht mehr haben möchtest, ja? Spannend.